Ich bin hier auf Phoenix West, da habe ich den Kalle mitgenommen und ich werde den hier einmal Probe fahren und testen und das seht ihr in diesem Video. So, ich habe den Kalle jetzt hier hingetragen. 12,8 Kilo wiegt er. Also man ist schon ein bisschen im Training, würde ich sagen, wenn man den ein paar Mal, wenn man eventuell oben wohnt, im Treppenhaus hoch und runter getragen hat, dann weiß man, was man getan hat. Ja, aufgebaut ist der Kalle relativ simpel. Ich klicke ihn hinten aus dem Schutzbleck aus und arretiere ihn vorne und schon. Könnte ich direkt losfahren, aber ich wollte ja einmal nochmal auf die inneren Werte eingehen und da fange ich einfach mal unten an. Der Kalle hat 8,5 Zoll Reifen. Luft, sprich er hat keine Dämpfer, keine Dämpfung, sondern wird halt gedämpft durch den Luftreifen, was auch relativ gut funktioniert. Ich hatte bei mir an der Wohnung eine Baustelle, da haben sie halt praktisch ein bisschen Asphalt schon von der Fahrbahndecke abgetragen. Da konnte ich problemlos drauf fahren. Das war keine schöne Strecke, ging aber. Wenn wir schon einmal hinten sind, hinten ist auch die Scheibenbremse, die betätige ich oben mit dem Handgriff. Die kann ich hier auch ganz normal wie beim Fahrrad auch justieren, wenn ich sie ein bisschen knackiger haben will. Vom Werk aus war die Einstellung bei mir 1A, bin ich sehr zufrieden mit. Dann haben wir hinten das Rücklicht, logischerweise den Nummernschildhalter, denn das Teil muss ja angemeldet werden. Versicherung ist klar, wir sind ja in Deutschland. Ja, und hier hinten rastet man entsprechend den Haken ein, wenn man ihn transportieren möchte. Dann haben wir das Trittbrett, gefühlt immer noch klein für mich. Ich müsste eigentlich noch mal ausmessen, was der im Vergleich zu einem Tier oder Leim an Unterschied hat. Aber mittlerweile habe ich mich echt gut dran gewöhnt und fair enough, durch die Größe kriege ich den auch überhaupt in den Kofferraum. Wenn er jetzt länger wäre, dann hätte ich schon ein Problem, den bei mir in den Kofferraum zu kriegen, weil ich ein kleines Auto habe. Von daher möchte ich es auch gar nicht mehr als Kritikpunkt mehr ansehen, weil mittlerweile fahre ich da auch ganz gut drauf. Bin ja schon ein paar Runden gefahren und habe mich da echt gut dran gewöhnt. Mit der entsprechenden Fußhaltung klappt das einwandfrei. Dann gucken wir uns jetzt noch einmal unten vorne an. Hier haben wir natürlich die Lampe. Die kann ich im Winkel justieren, so wie ich es möchte. Drunter ist ein Reflektor, dann natürlich der Arretierhaken. Im Reifen vorne ist der Motor und das war's da unten schon, da gibt es nicht mehr viel zu sehen. Leitungen gehen rein und dann sind wir schon an der Lenkstange und kommen im oberen Bereich zu den wichtigen Sachen, die man wirklich in der Hand hat. Hier ist nochmal der Haken zum Arretieren, womit ich ihn dann auch tragen kann, wo ich gleichzeitig aber auch eine Tasche oder eine Tüte dran packen kann, wenn ich einkaufen fahre. Und beim Auspacken habe ich mich ja noch gefragt, warum der nicht vorinstalliert ist, aber ja, mittlerweile habe ich es auch gerafft, denn die Schrauben gehen ja direkt rein und verbinden den Lenker mit der Stange und deswegen kann der natürlich auch nicht vormontiert sein. Ganz einfach, ja, dann haben wir die Griffe, rechts haben wir den Gashebel, den habe ich mir schön eingestellt, dass ich mit dem Daumen bis nach unten runterkriege, um Topspeed zu bekommen. Topspeed ist 20 km/h, mehr da dürfen wir ja nicht in Deutschland. Und links haben wir die Bremse und gleichzeitig die Klingel. Die ist auch vollkommen normal, Standard, würde ich mal sagen. Dann haben wir hier oben die Steuereinheit, das Display, zweistelliges Display. Da sehe ich die entsprechende Geschwindigkeit. Darunter habe ich ein paar LEDs. Zwei LEDs für den Modus. Der Kalle hat zwei Modi. Einmal der normale, wo er bis 20 km/h fährt und einmal einer, wo er gedrosselt ist. Warum man das braucht, weiß ich nicht. Vielleicht für Anfänger, die sich reinarbeiten wollen. Aber ich finde 20 km/h, damit kommt auch ein Anfänger klar, wenn er langsam fährt. Er muss ja den Gashebel nicht durchdrücken. Dann darunter die Akkuanzeige. Vier LEDs, die blau sind. Entsprechend, wenn er vier hat, ist er vollgeladen in der Theorie. Wenn ihr entsprechend das Netzteil dran stöpselt, dann seht ihr, ob das halt grün oder rot leuchtet. Wenn es rot leuchtet, lädt er noch. Wenn er grün ist, dann ist er voll. Dann entsprechend seid ihr auf der sicheren Seite. Und dann darunter der Knopf zum An- und Ausschalten, zum Wählen der Modi. Und auch zum Anmachen des Lichtes. Relativ simpel. Und jetzt mache ich den einmal an. Einmal gedrückt halten, dann geht er an. Volle Beleuchtung. Bei mir leuchtet es jetzt rot, weil er ist in dem normalen Modus. Und er behält auch immer den Modus, den man zuletzt eingestellt hat. Sprich, wenn ich doch gedrosselt hätte, dann hätte ich jetzt auch gedrosselt gestartet. Ansonsten voll geladen, vier LEDs, das ist sehr gut. Und wenn ich noch einmal drauf tippe, dann geht hier vorne das Licht an. Das ist natürlich jetzt schlecht zu sehen hier in der Sonne und brauchen wir auch nicht. Deswegen mache ich es auch wieder aus.
Und jetzt habe ich ganz vergessen, wir haben natürlich hier unseren Ständer. Klappe ich den ein und ja, fahre jetzt eine Runde. Ne? So, ich bin jetzt hier eine Stunde knapp im Kalle rumgefahren. Wir haben hier unterschiedlichste Bodenbelege gehabt. Schotter, normalen Stein, klassischen Radweg. Hat sich gut geschlagen. Ich bin echt überrascht, dass die Dämpfung mit den Luftreifen, also wirklich eine gute Dämpfung ist. Klar, also wenn das wirklich so hier so Steine sind, wo das halt huckelig ist und da sind Löcher dazwischen. Ich meine, da kann auch eine richtige Dämpfung nicht viel helfen. Von daher schon mal super zufrieden Fahrperformance mit dem Trittbrett. Also Name ist Programm, habe ich mich jetzt auch hundertprozentig angefreundet. Wie gesagt, ist super, weil man es viel einfacher mit ins Auto packen kann, von der Breite oder von der Länge, je nach Betrachtungsweise. Und fahren geht auch super mit dem klassischen, hier ein Schritt versetzt, Tritt. Zur Akku nochmal, zum Akku habe ich noch gar nichts gesagt. Der Akku hat 7800 mAh, 36 Volt, ist von LG, also ein Qualitätsakku. Und wie gesagt, eine Stunde rumgefahren, er zeigt immer noch 4 blaue LEDs beim Akkustand an. Also von daher nehme ich das erstmal auch als gutes Zeichen wahr. Der Gashebel vom Kalle, der ist vollkommen okay, der ist mir aber zu filigran. Ist ähnlich wie bei den Lime-Scootern, das ist jetzt nicht irgendwie so prall. Ich habe immer Angst, dass der irgendwann mal abbricht. Ich mag lieber die, wie beim Cirque und beim Tier, die Gashebel, die, weiß nicht, massiver sind und wirklich drumherum gehen. Das ist aber echt ein kleiner Kritikpunkt, wenn überhaupt. Wie gesagt, ich habe jetzt keine Probleme damit gehabt. Dann nochmal Thema Reichweite. Der Kalle wird ja mit unterschiedlichen Daten angegeben. Ich hatte schon 30 Kilometer gesehen, also mit einer vollgeladenen Akkuladung. Entsprechend kommt man so weit. Jetzt wird er mit 25 Grad angegeben und auch mit dem Hinweis, was halt auch logisch ist, dass es getestet wurde mit einer Person, die 75 Kilo gewogen hat. Ich wiege ein bisschen mehr als 75 Kilo, von daher tippe ich mal drauf, dass ich mit dem vielleicht 20 Kilometer weit komme, wenn er vollgeladen ist, was ich glaube für den alltäglichen Bedarf mehr als genügend ist und auch ungefähr in der gleichen Range wie vergleichbare Scooter anderer Hersteller. Von daher am Ende mein Fazit, bin super zufrieden. Freue mich mit dem Kalle hier jetzt noch nach der Corona-Zeit noch eine schöne Zeit zu haben, ein bisschen rumzufahren. Gibt ja schöne Ecken hier in Dortmund. Und ja, freue mich schon, wenn es auch bald von Trittbrett mal was Neues gibt. Die haben ja noch neue Scooter in der Entwicklung. Und vielleicht können wir da auch nochmal dann einen Test machen. Danke. Kein Gepäckträger.